wunderschönen guten Morgen zusammen aus Köln. Willkommen zu Video Nummer 2 zum Beauty Blogstar 2014. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin mit 14 anderen Mädels in die nächste Runde gewählt worden. Hab mich mega gefreut. Werde natürlich das kommende Video sehr, sehr gerne mitmachen. Es macht bislang sehr, sehr viel Spaß. Becky ist, glaube ich, die allerbeste Blogger-Mama, die man sich vorstellen kann. Und ja, es geht in die zweite Runde und das nächste Video sieht wie folgt aus. Ich werde euch sozusagen mitnehmen zu einem Follow Me Around das gesamte Wochenende lang. Wir starten heute an einem Freitagmorgen, es ist gerade 7:30 Uhr. Ich sitze hier noch recht unfertig und roh da. Nein, ich nehme euch nicht mit zur Arbeit, sondern eine Freundin von mir in Aachen heiratet. Da werden wir jetzt gleich hinfahren und so wird der Tag heute starten. Bin gespannt, was es noch so gibt. Natürlich schreit eine Hochzeit auch nach einem Outfit of the Day, was alles abgedreht wird. Generell trifft es sich sehr gut, dass das Video an diesem Wochenende gedreht wird, denn mein Wochenende ist vollgepackt. Es gibt jetzt halt nur den kleinen Unterschied, dass ich diese Kamera hier mitschleppen werde und ihr an diesem Wochenende teilnehmen dürft. Ja, wir machen einfach mal weiter. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bis gleich. Die Trauung haben wir gerade hinter uns gebracht. Wir machen jetzt ein kleines Timeout, werden gleich von der Freundin ein bisschen was essen und dann geht es heute Abend dann weiter zur Party. Ich wollte die Zeit nutzen, wenn man schon einmal transformiert ist, euch ein kleines Outfit of the Day zeigen. Bin natürlich in Schale geschmissen und das zeigen wir euch jetzt. Das ist mein Outfit für die Hochzeit heute. Ein bisschen farbenfroh. Der Sommer ist da. Ich dachte, Gold passt ganz gut. Und ja, es hat sich was verändert. Die Haare sind ab. Das war mir zu fisselig und zu franselig. Und alles, was unten ab ist, muss natürlich oben wieder dran. Deswegen gibt es eine schicke Wimpernverlängerung dazu. Das ist so mein Outfit für die Hochzeit. Ihr könnt alle, glaube ich, nicht mehr reden. Ich kann gar nicht mehr. Aber alle meine Liebsten waren dabei. Ich freue mich sehr und wir sehen uns morgen. Wunderschönen Samstagmorgen zusammen. Die Hochzeit gestern war super geil. Meine Kopfschmerzen heute Morgen dafür umso weniger. Aber ich werde gucken, dass ich mich jetzt in Form bringe. Habe schon ein paar Minztees intus. Und werde schauen, dass ich gleich frisch bin, denn es geht in die Stadt und ich werde gleich meine Freundin abholen. Ich habe meine Beste, Selina, dabei und wir werden uns jetzt gleich in die Stadt begeben und ein bisschen shoppen und die Sonne genießen. Vor ein paar Stunden war mir noch nicht so ganz danach, weil die Party gestern wurde doch ein wenig hart. Aber ich dachte mir, wer feiern kann, der kann auch shoppen. Oh ja. Und wir gehen jetzt in die City und melden uns gleich wieder. Bis gleich. Wir waren gerade ein bisschen shoppen, aber heute macht das keinen Spaß in Köln, weil es einfach viel zu voll ist. Und wir haben uns jetzt das Café Wolken verdrückt und werden hier ein bisschen chillen bei einer Tasse Kaffee und setzen uns vielleicht gleich noch ein bisschen was aus. Genau, gute Idee. Ist das geil? Mega Wetter, Sonne scheint. Lina ist glücklich. Das schicke Hyatt Hotel. Und wir pflanzen uns jetzt ganz schnell an einen sonnigen Platz. Sitzen in der Sonne und chillen. Ich glaube, was Besseres kann man heute nicht machen. Wir haben das Beste aus dem Nachmittag gemacht. Ich werde mich jetzt gleich noch in den Kaufland begeben und ein bisschen Essen einkaufen, denn wir kriegen heute Abend Besuch und gucken natürlich, was ist es? Champions League? Pokalfinale. Pokalfinale, hoppa. Ja, auf jeden Fall. Die Bude voll. Ich werde eine gute Lasagne machen und mich dann hier gleich erstmal verabschieden für den heutigen Tag. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, heute Abend noch zu filmen.
Nee, das sieht eher dann nach Biergefühl aus. Ist nicht aus. Spannend, nee. Outfit kann ich euch noch zeigen. Moment! Bin ein bisschen zu warm angezogen, glaube ich, für den heutigen Tag. Ein bisschen herbstlich. Aber super entspannt zu shoppen. Die Hose habe ich jetzt gerade bei H&M geholt für 10er. Ich glaube, die kann man mitnehmen, ne? Ja. Die Jacke ist von Zara, das Schirm ist von Zara, die Tasche ist von Tom. Die Bootsen, glaube ich, sind da. Boutique in Amsterdam, aber ging das nicht. Amsterdam. Wir sehen uns morgen wieder, the last day. Bis morgen. Schönen guten Morgen, Tag 3, es ist Sonntag, wir sind unterwegs, mein scheuer Begleiter und ich. Und falls ihr denkt, wir fahren jetzt zu den Eltern Kaffee Kuchen essen, habt ihr falsch gedacht. Wir sind nämlich auf dem Weg ins Phantasialand nach Brühl, was wahrscheinlich tages- und wetterbedingt die schlimmste Idee überhaupt ist, weil es mega voll wird. Das Ding ist nur, dass ich über Groupon Niederlande so einen Gutschein erworben habe, wo so ein Ticket pro Person 27,50 gekostet hat, anstatt 45. Das ist ja ganz schön super mittlerweile. Und die sind noch gültig bis zum 31.05. Deswegen müssen wir ein bisschen sputen und haben dann den heutigen Tag auf jeden Fall genutzt, wenn wir ins Phantasialand gegangen sind. Bis gleich! Die neue Wildwasserbahn hat aufgemacht. Weil es noch nicht so voll ist, werden wir uns die natürlich zuallererst nehmen. Bis gleich! Das zweite Mal hat mich auf jeden Fall gut erwischt. Halbzeit aus dem Phantasialand. Wir sind mittlerweile beide so durch. Die Frisur sitzt nicht mehr. Achterbahn und haben uns heftig auseinandergenommen, aber wir werden jetzt ein bisschen in der Sonne entspannen und uns ein Eis gönnen und dann geht's gleich weiter. Bye.